Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ein bisschen andere Perspektive. Ich bin im Urlaub und war im Rossmann einkaufen. Ich habe über 37 Euro bezahlt. Also eigentlich waren es 42, aber mit den 10% waren es dann nur noch 37 Euro. Ich habe ein paar Produkte gekauft, weil unter anderem die neue Limited Edition von Maxim ich entdeckt habe. Und da dachte ich, damit es sich lohnt, kaufen wir noch ein paar andere Sachen mit dazu. Als allererstes habe ich ein paar Augenringe mir gekauft. Die waren im Angebot für 79 Cent. Und ich denke, wenn ich dann das Video drehe von Maxim, ein Schminkvideo, werde ich die vorher auflegen, damit es nicht ganz so faltig ist. Dann musste mit einmal Stillsaft für Schwangere und Stillende. Nein, ich bin nicht schwanger, keine Angst. Aber einfach mit den roten Früchten. Ist halt ein bisschen boah, zusätzliche Vitamine, habe ich mir so gedacht. Im Urlaub kann man das doch gerne mal machen. Dann habe ich einmal das Aqua Wasserspray zur Make-up-Fixierung, erfrischt Gesicht und Körper. Das einfach mal noch mit meiner Tochter, weil wir es unbedingt haben. Ich bin jetzt nicht ganz so Fan davon, weil der Sprühstoß mir ein bisschen zu grob ist bei diesem Wasserspray. Dann habe ich einmal die Zettel Knusperflocken für 1,29 aus dem Angebot. Dann braucht man noch ein paar Reinigungstücher. Da habe ich gleich jetzt so eine kleine Travel-Größe aus der Kinderabteilung mitgenommen. Die war für 99 Cent. Ich meine, gut, die großen Reinigungstücher sind nicht allzu teuer, aber für den Urlaub reicht das, dass man das dann auch wirklich gleich entsorgen kann, wenn es leer ist. Dann habe ich mir einfach mal von For Your Beauty ein Bad- und Massageschwamm mitgenommen. Nicht, dass ich keinen habe, aber ich habe nichts Besonderes jetzt mitgenommen. Ich habe zwar ein Lappen mit, aber ich dachte jetzt zum Duschen so ein Schwamm wäre auch optimal. Diese 99 Cent. Dann haben wir wieder unsere komischen Riegel da. Einmal Apfel-Mango. Die kosten 39 Cent. Einmal Apfel-Banane, rote Beeren und hier haben wir noch Apfel-Johannisbeere. So, dann habe ich mir noch einmal hier von Seeberger die Cranberries. Sowas nasche ich dann immer gerne mal so zwischendurch. Die waren 1,69 aus der Werbung. Dann haben wir noch mitgenommen einmal das Sios aus der Werbung für 3,99. Habe ich jetzt blau-schwarz mitgenommen. Ich hoffe, hier steht da für 10 Wochen Farbintensität. Ich kann aber nicht so richtig abschätzen, was ist jetzt Färbung, was ist bloß eine Tönung. So richtig direkt steht das aber nicht drauf oder ich finde es einfach nicht. Ich hoffe, dass das jetzt eine Färbung ist. So, dann haben wir einmal noch Isana Strähnchenfärbung, ein Aufheller. So ein paar kleine Farbakzente. Ja, ich brauche das. Wird ein bisschen zweckentfremdet, aber naja. Dann habe ich auf jeden Fall mir noch eine neue Sonnenbrille zugelegt. So, Nicht, dass ich keine Sonnenbrillen habe, aber das Design hat mir sehr gut gefallen. Kam 10,99 und da habe ich mir das mitgenommen. So, und jetzt zu den absoluten Highlights von Rival Loves Me. Die Maxim-Kollektion. Leider war nicht mehr alles erhältlich, wie es halt immer so ist. Aber die Lidschattenpalette habe ich mir mitgenommen. Es sind 9 Farben drin. So sieht es aus. Alles sind so lila gehalten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da würde ich auch noch ein Schminkvideo dazu machen. Könnt ihr auch gern gucken. Wird dann demnächst online sein. Und ja, die Pressung der Farben finde ich nicht so optimal. Es sind immer so Unebenheiten drin. Hier ist auch ein bisschen was rausgebrochen, aber ich habe alle mir angeschaut. Da ist überall was gewesen, wo jetzt irgendwas dran war. Muss ich mal gucken, was die kostet. Die kostet 4,49 €, die Lidschattenpalette. Dann habe ich mir noch den Galaxy Lip Gloss mitgenommen in so einem Glitzerton, der kostet 2,99 €. Das Fixing Spray habe ich mir mitgenommen. Das Fixing Spray kostet 2,99 €. Ich brauche immer Fixing Sprays, da ich ja die großen Wassersprays jetzt nicht mehr benutze. Und dann habe ich hier noch so einen Highlighter, der kostet 3,99 €. Da schauen wir auch gleich mal noch mal rein.
Vorausgesetzt, wir kriegen es mal so problemlos auf. Und ja, so sieht er dann aus. Also vom Design her ist wirklich richtig schick. Also mir gefällt es sehr gut. Ja, wie gesagt, Video müsst ihr euch dann noch dazu anschauen. Hier so ein leichtes Leuchten, Glitzern. Ja, da gab es natürlich noch solche Flakes dazu. Da war leider nur noch der Tester da, also konnte ich gar nichts weiter mitnehmen. Pinsel und so war auch nichts mehr da. Finde ich ein bisschen schade, obwohl der Verkaufsstart ja erst ab 7. ist. Jetzt haben wir den 2. Ärgert mich immer ein bisschen, dass man da noch nicht alles kriegt. So, das war mein kleiner Rossmann-Haul. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!